Wir stehen hier vor dem Simon-Dach-Brunnen in Memel, der gekrönt wird von dem Entchen von Tharau, das als sein bekanntestes Gedicht im deutschen Volke eigentlich bis an unsere Zeit heran gelebt hat. Simon Dach sehen die Memelländer und ich glaube zu Recht als den größten Sohn ihrer Stadt Memel hier. Der ist hervorgegangen aus dem deutschen Bürgertum Memels. Er ist dann, weil sein Vater starb, zu seinem Onkel nach Königsberg gekommen und seine eigentliche Wirkungszeit war in Königsberg. Er war dort Professor der Poeterie und auch zurzeitweise Rektor der Königsberger Universität, hatte dort einen Freundeskreis, der bekannt geworden ist unter der Überschrift Kürbishütte, weil die sich in einer Gartenlaube, die von Kürbis umrankt war, getroffen haben. Da ist auch der erste Vertoner dabei gewesen, der Heinrich Albert, der die erste Vertonung zu diesem Gedicht gemacht hat. Wir stellen mit Betrübnis fest, dass die vielen Gedichte und vor allen Dingen auch Choräle, die 350 Jahre in den Gesangbüchern überlebt hatten und gesungen wurden, jetzt aus den Gesangbüchern verschwunden sind, leider aus den Kirchengesangbüchern. Und auch das Entchen von Tharau ist eigentlich sein bekanntestes Volkslied, heute in Königsberg bekannter ist und mehr gelebt wird, das heißt also von den Russen, als es bei uns bekannt ist. Wir bemühen uns mit einem kleinen Förderverein um die Rettung und Erhaltung der Geburtskirche dieses Entchen, der Anna Leander, die dort geboren ist. Der Vater war dort Pfarrer, die dort geboren und getauft ist und konfirmiert und so weiter. Das Lied ist ein Carmen, wie man damals sagt, zu der Hochzeit des Entchen, also der Anna Leander, mit auch wieder einem Pfarrer namens Portatius, aus dieser Gelegenheit von Simon Dach geschrieben eben. Ich halte es für das schönste Liebesgedicht in deutscher Sprache überhaupt, gleichzeitig von großer Innigkeit und doch einer unerhörten Sprachgewalt. Sonst hätte es ja auch sicherlich nicht über 350 Jahre im Volke weitergelebt. Und die Kirche im Königsberger Gebiet unter russischer Verwaltung oder wie wir nun sagen wollen, ist auch gefährdet wie die meisten Kirchen dort. Und wir bemühen uns, diese Kirche zu erhalten als Ansatzpunkt, um den Mythos dieses Entchen von Tharau und natürlich damit auch von Simon Dach in die nächste Generation, wie wir hoffen, zu tragen.